Guck, ob ich das Spiel überhaupt noch kann. Warte bitte gar nichts bei mir. Du, bei mir bitte auch nicht. Okay. Ich war so enttäuscht von der Story, dass die so schnell vorbei war, dass ich einfach die Story keine Lust mehr auf das Spiel hatte. Wobei ich die Story an sich, glaube ich, gar nicht schlecht fand. An sich fand ich die Story auch nicht schlecht, aber sie war mir zu kurz. Hm. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Character-Telling und so weiter gewünscht. Also, dass ich die Charaktere ein bisschen besser kennengelernt hätte. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Story nicht so auf Krampf auf VR ausgelegt worden wäre. Ja, aber das Problem hast du ja inzwischen überall. Das mal wegmachen. Problem hast du ja jetzt inzwischen überall, dass das Story eher so ein Bonus ist statt das Hauptgeschehen. So, das fand ich bei. Ja. Weiß nicht, Battlefield. Das Ding mit dem Zweiten Weltkrieg ist 5, war das, glaube ich. Battlefield 5. Ja. Da fand ich das auch schade, dass das eher so. Also schon gut gemacht. Das erzählerische Perspektive war auch diesmal aus Sicht der Achsenmächte, war halt schon was Besonderes, ne? Aber. Sehe auch nicht. War irgendwie zu kurz gefühlt. Da hatte ich bei Battlefield 1 mehr. Ja. Es wurde auch das Mikrofon zugegriffen. Danke, Virenschutzprogramm. Danke. Hast du es nicht gesagt? Wieder spacken, bis er alle Bildschirme gerafft kriegt hier. Muss man erstmal die wichtigsten. Ja, okay. Alle Spielerringe wurden zurückgesetzt. Platzierungsspieler? Ja, okay. Jetzt würde ich hier mit Platzierungsmatches machen. Gameplay. Nein. Zurück. Video. Einstellungen ändern. Vollbild, ich will randlos. Sunk. Vollbild 50 Hertz. Und nämlich einfach Übergang machen. Jetzt habe ich nicht mehr das Problem, dass da irgendwas rauszwitschelt. Oh, benutze ich mit alles. Ah, oh, ja, okay. Was ist das Steuerungslayout? Ja, kriege ich hin. Schub denken, links rollen, irgendwie. Na, gerade, ne? Driften während des Schubs, L freie Ansicht. L muss ich mir merken. Kann ich dich jetzt einstarten? Ja. Warte. Ist der alphabetisch sortiert? Ich hab dich gleich oben. Ja, dann lad mich mal ein. Hab ich. Yay! Hui. Kann man hier vielleicht auch einfach gegen die KI kämpfen oder so? Ich würde ganz gerne keinen X-Wing als Hintergrund haben. Ich möchte einen TIE Fighter. Ach, guck mal, wir können. Wir könnten Flottenkämpfe gegen KI machen. Oh, als Einstieg vielleicht nicht so ganz verkehrt. Ja. Oh, warte, mir fällt noch was ein. Überhaupt nicht verfügbar, wenn du die Gruppe nicht leitest. Okay, das musst du machen. Ah, oh, okay. Vergiss nicht, das Spiel zu wechseln. Doing it right now. So, wo mache ich das? Bei Schnellspiel, Multiplayer und Training? Multiplayer und Training. Und was hattest du? Flottenkämpfe gegen KI, ne? Ja. Spieleinstellungen, Koop. Billige Karte, okay, kann ich nicht einstellen. Bevorzugte Seite. Ich denke, das ist klar, ja, oder? Natürlich. Schwierigkeitsgrad normal, ne? Ja. Ernsthaft? Gibt noch leichter drin. Okay, dann machen wir normal. Ja. Wird schon schief gehen. Er sagt mir Tutorial spielen.
Egal. Überspringen. Suche läuft. Frag mich zwar, warum er suchen muss, aber... Ich find's schön, wenn ich bei dir in den Stream gucke, hab ich bei dir mein Steam-Profilbild, aber du das normale aus Star Wars Squadrons. Wenn ich bei mir gucke, hab ich ein Star Wars Squadrons-Profilbild und du das aus Steam. Mich sehr. Mich auch. Es kann auch nicht so lange dauern, kein Image wieder zu suchen. Anscheinend schon. Spielen wir noch weiter? Nee. Das ist jetzt ein Video, was hier läuft, René. Ja, ist ein schönes Spiel bisher. Ja, ne? Was meinst du, wie lange warten wir? Ich sage 5 Minuten Minimum. Hätte ich auch gesagt. Jetzt? Warte, das kriege ich doch. Habe ich da nicht die Erweiterung für. Toll. Ich habe eine Twitch-Dashboard-Erweiterung. Videos anderer Medien steuern. Lol. Okay. DSK, Scheiße, wie hieß das denn nochmal? So, Steam Charts sagt gerade, sind gerade mal knapp über 400 Spieler in Squadrons Online. Das ist hart, ey. Das ist richtig hart. Richtig hart. Ah, dann wird er doch wohl ein paar KI-Leute finden. Und du musst dir vorstellen, Oktober 2020 war der Spitzensatz 35.721. Das Spiel hat auch mich krass enttäuscht damals. Und direkt im November ist der Peak runter auf 4.000. Krass. Das ist halt... Ja. Übrigens, geh nochmal ins Hauptmenü bei dir. Glaube ich abbrechen, oder? Nee. Ja. Und dann unten auf anpassen und dann, wenn du in dem Hangar den... Ach nee, doch nicht. Oh. Ich dachte, wenn du dann im Hangar den Imperial auswählst, dann hast du auch das im Hauptmenü. Aber währenddessen das so ist, können wir ja trotzdem mal. Ich bin ja immer irgendwie so ein TIE-Bomber-Fan gewesen. Bin ich im Battlefront auch gewesen. Nee, nicht so. Also einfach auch von Star Wars generell fand ich das Ding einfach immer ultra geil. Ich wollte früher immer von Lego den TIE-Bomber haben. Habe ich mir jetzt dieses Jahr das erste Mal gekauft. Hat nur etwas über ein Jahrzehnt und ein paar Zerquetsche gedauert. Aber so insgesamt ist das ja halt eher immer so als langsame Bombermaschine gedacht, ne? Macht halt, also ja, da kommen wir wieder zu Realismus, ne? Für mich macht es halt keinen Sinn, dass der langsamer sein soll als die anderen. Weil er hat ja keinen Widerstand im Weltraum. Deswegen finde ich, das ist halt immer so ein riesiges Manko bei denen. Stell nicht die Logik von Star Wars in Frage. Oh, Selbstmordkommando per Hyperraumsprung. Den TIE-D-Abwehrjäger, ne? Mit dem konnte ich mich nie anfreunden. Oh, ich liebe ihn. Er mag gut sein, aber es war für mich immer... Ey, nicht TIE-Defender. Ah, TIE-Defender, was? Aber den... Weiß ich nicht. War für mich immer so... Komisch. Kann ich nicht beschreiben. Warum sie den mit reingenommen haben, weiß ich auch nicht. Den Reaper. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber so als Unterstützer, meinetwegen. Ja, aber es ist halt eher für mich so ein Shuttle. Ja. So, bewaffneter Transporter. Ich weiß, in Rogue One ist es halt auch ein Jäger. Ja.
Aber er setzt halt auch Truppen ab. Also, come on. Come on, bei der Suche. Die, also, Ach, stand doch dabei, 5 Minuten. Oder mit KI-Mitgliedern. Ja, es war Einzelspieler oder Koop möglich, ne? Warte mal, ich dachte, Einzelspieler wäre, dass du halt alleine spielst und ohne mich. Ja, ja, genau. Und deswegen habe ich Koop genommen. Weil, macht ja sonst keinen Sinn. Oder wenn du Einzelspieler anmachst und wir sind trotzdem in der Gruppe? Ja, gleich mal gucken. Leave it. Ja? Fick den X-Wing, Alter. Fick den X-Wing. Scheiß Rebellen, pack. Echt, ey. So. Oder wir machen ein angepasstes Match. Ja, dann machen wir das. Was haben wir denn eigentlich? Weltraumgefecht, Flottenkämpfe, PvB, Flottenkämpfe, Koop? PvB, Flottenkämpfe, Solo. PvB, Flottenkämpfe, Koop, würde ich da mal sagen. Billige Karte, Acellis, Foster Haven, Alitan. Mach einfach Zufall. Privatsphäre. Privat, nur mit Einladung. Einladung, so auf Versicherung. Hat ein Passwort, nö. Vorgeschlagene Fähigkeitsstufen, alle weiteren Spiels erlauben. Modifikatoren. Kollisionsschock. Ja, das kann man ja sowieso lassen, oder? Match als Pilot erstellen. Oh. Oh. Box. Testkram drin hab. Ew. Ja, der hat eine weiße Fraktion zu. Echt? Wo war das? Steht bei mir da oben. Der hat eine weiße Fraktion zu. Dann muss ich die Details nochmal bearbeiten. Stellung. Modus-Einstellung. Ah, Seite, da ist. Ja, ja. Mal. Ja, oh. Mal Schreck bekommen. Aber so, wir können starten. Und wie? Mach ich. Okay. Ah, du hast da. Okay, gut. Tja, dann. Kann nur schief gehen. Bitte? Hoffentlich sind wir jetzt nicht nur zu zweit. I don't know. Ah, ich aus. Also, wenn ich oben links hingucke, sind wir nur zu zweit. Ja, gut, dann. Oh, schicker Sterni. Schicker Sterni. Ja. Oh, Hellboy. Na? Na? Titan 1, ich warte. Titan 2, ich warte. Der Feind ist bei Acellis angekommen, aber keines seiner Schiffe wird das System wieder verlassen. Das kann doch was werden. Ja. Kann nur gut werden. Wie ging das nochmal? Hast du das Einzelteile zerlegen? Nee, das ist auch so mit Energie zuweisen und so. Ah, mit C konnte man das mit den Schilden machen? Wie konnte ich nochmal die Energie wechseln? Oi! Gegen Feuer!
Bin hinter dir. Okay. Oh Gott, aber hinter mir ist auch was. Wie konnte ich noch bei die Energie umdingsen? Wie ging das? Oh, Junge, das Junge, nicht. Junge. Okay, so könnte ich das Ziel wechseln. Alt? Steuern? Cool. Nee. Nein! Rina Balsa hat mich erwischt. Mich auch. Oh. Der Feind greift unsere leichten Kreuzer. Okay. Da kann ich. Ich möchte meinen Stern ja gerne ändern, danke. L und Pinker und Rina-Schildgenerator, lol. Ey. Den Unterstützungsdings. Ja, bin dann eingetroffen. Legen wir los. Ui. Ui. Eieiei. Auf jeden Fall ein interessantes Cockpit. Ich wurde erfasst. Da finde ich, sieht das so aus, als könnte man noch zu zweit drin sitzen. Ja. Wie konnte man denn nochmal die Energie hier überdingsen? Ziel gedrückt halten und dann entsprechend mit der Maus ziehen. Mitte, ja, Heck aber, oder Buch. Nee, ich meine so Waffenenergie, Antriebsenergie und so. Was von, Energieversorgung auslegen. Ah, mit 1, 2, 3 und so. Ja, wenn du das sagst. Ja, ja. Mit mir. Ja. Nicht ideal. Also. Oh. Was hast du so erleichtert aufgeatmet? Weil ich gerade eine Rakete ausgewichen bin. Ah, okay. Ich bin schon wieder fast. Fuck! Also 2 gegen 4 ist hart. Das ist, ja, hast du gut gesagt. Überspringen. Ich möchte bitte den Sternjäger ändern. Der Feind hat einen leichten Kreuzer zerstört. Oh nein! Oh no! Ja. Alter, how dare he? Hangar raus. Ah, blick. Alter, diese mit ihren Ionenbomben, ich. Also, irgendwie ist gerade ein bisschen, schwierig, weiß nicht, was ich machen soll. Alter. Dieser Rinner Balsa, ne? Der hat mich auf dem Kieker. Hinter Front ist das Fliegen leichter. Ja, wie ändere ich nochmal die Perspektive? Third Person? Gibt's nicht. Alter. Ich könnte das ich könnte das hundertprozentig viel besser mit einer VR-Brille zocken. Jetzt ändern sich die Dinge. Ja, ernsthaft. Korvett
Weil ich da nicht dieses starre, weil ich da nicht dieses starre Cockpit hätte. Mich halt besser links, rechts einmal umschauen könnte, ohne gleich das ganze Ding wenden zu müssen. Oder extra auf irgendwelche Tastenkombis zurückgreifen zu müssen. Geht aber schnell. Ah ja. Panzersteuer sind auch nicht mehr das, was immer waren. Ah. Ja, im scheiß Torpedo. Hier nochmal Steuerung. Unsere Schilde sind wieder funktioniert. Effektsenergie, Waffenenergie. Schildenergie ist 3, Steuerung 3, Maxi. Da hat mich einer unserer Jäger gerammt. Lol. Ich wurde erfasst. Ich gebe uns einen Vorteil. Sternzerstörer hat keine Schilde mehr. Komm wieder. Unsere einen Laserkanone. Hier gibt's 3. Ja, ich hab einen. Ich hab schon 2. Nummer 3 dran. Schon wieder keine Schilde mehr. Und wie bewegt sich der Defender? Ah. Und ich bin tot. Ja, genau, weil er mir direkt hinten drin hing. Sicherlich. Eigentlich bin ich fast in unseren Sternzerstörer gekracht. Niemals. Oh. Ich doch nicht. Analyse werde als Variable benötigt. Huch! Beschützt den Sternenzerstörer mit allem, was ihr habt. Oh, der Fregatte schießt auf den Sternenzerstörer. Ich versuch grad den Y-Wing hier mal davon abzuhalten. Oh! Bin ich etwa gerade in den Sternzerstörer fast gekracht? Hey, na? Hi. Such mal was. Machen das gut? Echt? Sagt wer? Oh. Das ging schnell, aber am Ende kam es mir so vor, als hätte ich der Dreh raus. Ja? Sagen wir nichts zu, ne? Bring's mal wieder. So, sorry, René, ich hatte den Chat aus Versehen noch nicht wieder ran gemacht. Wie werden eigentlich die Ampel in der Politik meiner. Keine Ahnung. Oh, egal, ich warte es ab. Ich finde, wir können es nochmal versuchen. Ja. Gar keine Map.
Dann ist ein logischer Mensch für Samsung oder Apple. Fragen, ey. Samsung. Ja, aber. Achso, Rückkehr zum Warteraum, ne? Warten. Ja. Mal eigentlich deine Katzen. Ja, wieder zu ungünstigen Zeiten auf den Nerv gehen, ne? Ja, dann jetzt einfach wieder starten, ne? Oder kann man hier irgendwie Schwierigkeit gerade einstellen? War schon auf leicht gestellt. Oh. War nicht normal, das oder war leicht. Wenn du, würdest du Player versus Player einstellen, dann würden wir nur gegeneinander spielen, aber hätten nicht 4, 5 Gegner oder so. Oder? Kann ich das hier einstellen? Dann muss vielleicht beim Erstellen machen. Ja, muss ich auch. Jetzt nochmal komplett raus. Ja. Eieiei. So. Nein. Stellen. Stellungen. Weltraumgefecht, Flottenkämpfe, PvP, Koop, PvP, Solo. Also wahrscheinlich Weltraumgefecht einfach, ne? Ja. Oder Flottenkampf. Ne, ist doch Flottenkampf, oder? Das war gerade Flottenkampf, so? Ja. Ja. Was war's? Völlig. Beitritt nach Artis, Quadsphäre, Einladung. Ah, du bist sowieso drin. Ja. Yeah. Weißt du was? Machen wir es so. Ach, mir wäre es jetzt auch egal gewesen, weil du willst, kannst du auch Imperium spielen. Nö. Okay. Das können wir wohl so machen. Ja. Auch schön gerade Steuerung, um das E-Motorrad zu öffnen. Ja, wer sieht's denn? Haben wir auch gedacht. Hallo Sternis. Rebel Fleet. Hier spricht Vanguard 1. Los geht's. Da treten wir diesen Verräter mal in den Arsch. Nieder mit der Tyrannei. Das Imperium ist an mir dran. Das Ganze? Ja. Das war etwas unüberlegt. Oh! Höhlenjunge, ey. Eindeutig, weil meine Maus falsch eingestellt. Ja. Ja. Scheiße.
Das war knapp. Oh, da. Das geht schief, das geht schief. Abwehrformation. Oh, ich dachte gerade kurz, das Spiel wäre abgestürzt. Echt, warum? Weil es abgestürzt ist. Oh. Ernsthaft? Ich hatte kurz Standbild und... Oh, dann... Ach, deswegen habe ich gewonnen. Das ist weg. Schade, aber das hat Spaß gemacht. Wir können es ja nochmal versuchen, wenn du willst. Mhm. Das war jetzt deutlich besser als eben. Ja. Weg mit dem hässlichen Rebellentypen, ey. Ernsthaft. Treffer mit Sekundärwaffen 4, neuer Rekord. Kills 2, neuer Rekord. Ich muss noch rausfallen, wenn man die ganzen Manöver wieder macht. So, und dieser komische Drift da. Ja. Ich hab das Ding... immer 2 Stunden gespielt. Auch nicht die Kampagne? Nee, weil ich die ja leider schon vorher gesehen hatte. Weil ich wissen wollte, ob sich das überhaupt lohnt. Und dann war es halt so, ja doch, hast du irgendwie vielleicht Bock drauf? Aber war dann halt doch nicht, weil mit mehr Leuten macht das dann halt irgendwie noch mehr Spaß dann. Du bist doch mittlerweile auch ein Jahr oder so raus, oder? Bitte? Ist das Spiel nicht mittlerweile auch so ein Jahr oder so raus? Ja, stimmt, kann auch sein. Ha! So lange schon. Weil ich meine, ich hatte mir das zum Geburtstag oder zu Weihnachten geholt. Wurde auf das Mikrofon zugegriffen. Ich weiß. Hier, warte. Bitte bei. Hey, boy! War Zufall? Ja. Oh ja, gut, dann machen wir Zufall. Dieselbe Einstellung wie eben. Oh. Ja. Oh, gut. Ja. Steuerung E-Mode Rad. Amüsiert. Auch hat keiner gesehen. Schade. Guck, die stürzt jetzt nicht wieder ab. Für die Freiheit! Damit er mal abschauen! Ich hätte nicht sagen sollen, für die Freiheit, das ist wieder abgestürzt. Nein, ernsthaft? Oh ja. Heli. Warte. Warte nochmal, vielleicht liegt's. Ich glaube, es ist nicht im Fenstermodus oder so. Ich guck mal eben. Irgendwelche Einstellungen mögen dich dann. Ich glaub's auch irgendwie. Mit dem Virenschutzprogramm sagen, dass es mir nicht andauernd anzeigen muss, dass irgendwas auf mein Mikrofon zugreift. Ja, du musst jetzt nur aus der Runde raus, ne? Ja. Und
Yay. Ja, toll, danke. Merke ich. Mhm. So, warte mal. Option, Video. Bildschirmeinstellung. Nee, nicht Vollbild. Randlos. Danke. Wir können ja jetzt die Fraktion genauso vergeben wie eben. Ich denke. Kriegst du das Hintergrundbild immer nach der Fraktion, mit der du zuletzt gespielt hast? Kann sein. Aber da müsste ich ja jetzt. Also ich hatte ja vorhin gerade, also gerade eben auch nicht Imperium. Obwohl ich davor Imperium gespielt habe. Also es ist wahrscheinlich standardmäßig Rebellen. Wie dumm. Ja. Ungefecht. Einladung. Einschränkung. X-Flügler verbieten. Auf ein neues. Zufall? Entweder Zufall oder die gleichen wie eben. Zufall. Ich krieg wieder Rebellen. Ah, sind wir jetzt ein Rebell geworden, ja? Nein, nein. Vielleicht haben die Schiffe ein schöneres Blickfeld. Aha. Vielleicht der einzige Vorteil. Den Abschaum. Dankbar. Ha, das hat noch geklappt. Gefühlt läuft es auch gerade flüssiger. Ah, ist das jetzt nur Raumkampf? Oh Scheiße. Ohne Schiffe. Flüssiger. Ich könnte mal drauf gucken, ob das hier auch flüssig rüberkommt auf Twitch. Oh, es ist ein 1 gegen 1. Ja, Rondo Raps. Meets. Okay, zu bewegen. Auf wegzufliegen. Oh nein. Ah. Oh, ist das geil. Die scheiß Stationsfliegerei. Na, Flashbacks auf dem Todesstern? Ja. Bist du denn? Wir werden wissen, wo du bist.
versteckst du dich, Elli? Wo versteckst du dich? Ich versteck mich gar nicht. Ich fliege ganz offen rum. Nee, das ist mir zu versteckt, Elli. Ich versteck mich nicht. Ich aber. Wieso versteckst du dich denn jetzt? Wo bist du? Wo bist du? Sag mir wenigstens, ob du in dem Ring bist oder oben bei dem Ding. Was für ein Ring? Naja, halt außen. Doc-Ring meinst du? Ja, ja. Halb-halb, ne? Die dramatische Musik. Ah, ne? Freund Jön. Ja, bitte. Wo bist denn? Hoffentlich irgendwo in deiner Nähe. Ja, ich weiß ja auch nicht, ne? Boah. Ah, der hat meine Hülle gestriffen? Ja. Aber du hast wohl Lack ab! Ich mein's ernst, du musst es nah nachstreichen, ne? Gar nicht mal mehr, was meine Fähigkeiten sind. War schon mal Bullshit. Werde angegriffen. Abad. Bestie, du. Jetzt hat er mir einen Riss in die Scheibe gemacht. Nix da. Los, wo willst du hin? Von der Rakete weg. Rakete, Rack, Schmierte, sag ich immer. Machst du nie. Was ist überhaupt nicht zu drehen? Okay. Nein, jetzt fliegt er durch die Reparatur. Nein! Oh, yes! Kann ich bitte den Jäger wechseln? Du? Ja, kann ich. Oh mein Gott. Wir waren Reparatur oder so ein Scheiß. Nur durch Kreis fliegen? Nur durch Kreis. Oder in den Hangar reinfliegen, aber der ist gerade nicht da. Ich glaube, ich habe gerade Reparatur angeklickt. Ich glaube mit Q. So. Kurze Frage, wie viele Kids hast du eingestellt? Einstellen. Ich glaube, das ist diese Leiste in der Mitte, die das anzeigt.
Mist! Hat den scheiß Tie Defender genommen, bestimmt. Ach, Tatsache. Oder? Nein! Ah, ist das ein Krampf. Gut, ne? Ja. So. Los, R4. Gib mir ein paar auf die Laserkanonen. Rebellenjäger startet die Zielerfassung. Es gibt ja auch nur einen. Echt? Ist das so? Ja. Vor allem, wie ich mich hier die ganze Zeit vor dem Bildschirm so nach links und nach rechts lehne. Endlich! Alter, was ein Krampf! Können wir Best of 5 machen oder so? Ja, ich glaube, dass da oben so gefühlt irgendwie so 50 Kills. Kann hinkommen, ja. Wo ist er? Der Eudes wäre nöder. Merch, du hast eindeutig zu viel mit Johnny zu tun. Nein! Du warst doch gerade rechts von mir! Ich bin unten durchgeflogen! Ich hab deinen roten Punkt gesehen! Doktor, ich bin anscheinend in dieser Runde bin ich Traitor. Der Riss wird größer, ja René, dann würde ich weniger essen, damit die Hose besser. Oder einfach Onesies tragen. Ja. Weißt du, wenn du einen Kack-Defender nimmst, ne? Dann nimm du doch einen B-Wing. Will ich nicht. Mag den B-Wing nicht. Warum nicht? Weil er hässlich ist? Ja. Genau. Das stimmt. Das war ein valides Argument. Dann nimm wieder den X-Wing. Das war schwerer. Nein. Oder den Bomber. Der kann die Ion-Torpedos abfeuern. Die sind richtig nervig. Komm raus, wo immer du steckst. Weißt du, mach mal Piep. Boah, ist der eklig zu steuern. Das war so klar. Nimm doch den B-Wing! Was denn? B-Wing am Arsch, Alter! Ist nicht nur hässlich, der ist schwerfällig. Ist nicht so schnell wie im Film. Dann nimm den X-Wing!
Oder den Bomber! Ja, ich hatte eben auch den. Ich hatte eben auch den Bomber. Ja! Schön! Schön! Wieder geheult, erschießen! Halt die Klappe, nur weil du langsam besser wirst! lohnt sich das Spiel? Ansichtssache, ne? Wenn du Freunde hast, ja. Multiplayer wird scheinbar dauern eine Weile, um das zu suchen. Ja. Also, es sind also ich habe ja gerade den Peak offen gehabt. Es sind gerade mal 405 Player online gleichzeitig. Also, und das Spiel ist halt extrem abgesackt seit Release. Und wenn du. Nur wenn das Spiel im Angebot ist, würde ich sagen. Ja, ist ja gerade. Deswegen hat er gefragt. Okay. Was ist los? Los, Sally? Das ist aber eine Rakete. So. Jede war da halt. Okay. Und näher darauf eingehen. Warum? Sie hat mich ja nicht getroffen. Okay. Hast du wiederum tritt mich gerade. Ah, Ion! Ah! Los? Okay. Was ist denn los, Jelly? Nichts. Es ist Star Wars, also eigentlich müsste es mir aus Prinzip holen, aber ich habe schon so viele Spiele auf Halde. Fühl ich. Und wir beide wollen uns ja sowieso mit Star Wars, nicht Armada, sondern Star Wars X-Wing mal auseinandersetzen, habe ich von Barrett durchhören lassen. Wer? Der Doktor und ich. Achso. Los, Ionenkanonen! Do your thing! Nee, don't do your thing! Oh yes, do your thing! Wait, where is this Bastard? There he is. Bist du auch gerade draufgegangen, oder? Nein. Nein. Aber eigentlich habe ich ja jetzt gewonnen, ne? Also du möchtest dich mit mir und meiner Sammlung auseinandersetzen. Ja, wenn wir es mit meiner machen würden, wären wir schnell durch. Ich habe nur das Grundspiel aus dem X-Wing und den zwei Ties. Nein! Das ging schnell! Ich war Schuss abgefeuert! Wo bin ich abgefeuert? Oh. Das hab ich ja noch nicht. Ja. Schneller als ich dachte. Auch schon wieder irgendwo gegen geflogen. Nein. Was bist denn du? Überall und nirgends. No! This motherfucker fooled me! Also, und ein scheiß Ionengeschütz! Yes! A very good Ionengeschütz!
machst du denn jetzt? No! No Rockets! Das ist unfair! Ach, nee. Rockets are unfair! Sagte er mit dem Bomber. Oh nein! Ich wollte sagen, da geht's nicht lang. Das war eine doofe Idee! Nein! Und genau. Der Kreis da vorne war gerade wieder fertig! Oh, okay, nee, ist noch viel zu weit. Weil die Regeländerung seit AMG-Übernahme gewöhnungsbedürftig sind. Du das sagst? Habe ich erstmal nichts von mitbekommen. Und mit was fliegt er denn jetzt durch die Gegend? Ich nicht, aber es macht. Es macht. Oh, es wurde abgefangen. Ah, das war's. Mach. Wie macht es Sally? Nichts. Hast du mir jetzt nichts gehört, mein Lieber? Bist du gerade unten drin? Nee. Gerade nach dem Reparaturpunkt gesnackt? Nein. Niemals. Nee. Wo bist du denn? Da, wo es bip macht. Tut mir leid, der Reparaturpunkt ist noch nicht aufgefrischt. Falsche Hotkey! Ja, Mann. Das ist die automatische Ionenkanone! Wie lange bist du heute eigentlich so da? Was hast du vor? Nichts, ich... Du willst das unbedingt gewinnen. Sehr viel Spaß. Auch noch habe ich ein bisschen Zeit. Das klingt gut. Mhm. Ich will auch noch mal so einen Flottenkampf machen. Ja, dann okay. Spielen wir das hier jetzt einfach noch die 7 Minuten um fertig. Achso, das ist ja E-Timer, okay. Dachtest du, wa? Ja. Dachtest du, wa? Ich mache doch wiederholte Taste! Ah! X hat der!
Wer sich wieder Nachschub? Wo bin ich? Automatische Ionenkanone gerade noch müde. Ey! Hey, Freundchen! Alter. Freundchen, also. Du kriegst gleich nochmal einen hinterher gedrückt hier. Ah. Oh, ich hab diesen Weg so weg. Ah. Ja. Komm, ich mach mal einen auf Oldschool. Oh. Er kommt mit einem ganz normalen Thai. Oh yeah. Oh no. My Arch Enemy. Dein Vorteil ist halt echt, dass du die Schilde hast. Ja, aber das stimmt. In der Theorie sollte ich schneller sein. Automatische Ionenkanone! Nein! Doch! Ist so nervig! Vor allem, wenn ich sie gut zu dir ausrichten kann. Nix da. Nix haben die Rebellen. Nicht wahr? Leg doch! Was macht die kommt round, komm näher, Helly, was macht das? Ah, ausgewichen. So langsam komme ich auch mit den Zuweisungen klar, was die verschiedenen Sachen angeht mit Geschwindigkeit. Ja, ich auch. Nein! Du Mistvieh! So kleine Ratte! Das war mein Ressourcenpunkt! Nein, das nicht! Ja. Warum hab ich ihn dann eingesammelt? Weil du ein Snitch bist! Apropos Ressourcenpunkt. Nein! Automatische Ionenkanone! Where are you, my friend? Not there! Jede Sekunde zählt. Es geht um alles. Hallo, Ressourcenpack. Ja. Weißt du, gleich bist du viel zu fett zum Fliegen, weil du einfach zu viel eingesammelt hast. Ja. Bin ich Rot 5 oder wer das war? Ja. Genau, ey. Will den Irren verloren? Hallo, Ressourcenpunkt. Oh, nein! Was, Ionenkanone? Nee. Reines spielerisches Missgeschick. So.
Also, wir müssen noch mal über Flugkünste sprechen. Mit Rammen? Wenn er am Anfang 20 Mal verkackt hat. Du fliegst die ganze Zeit nur Bomben und tötest mich mit deinem beschissenen Ionengeschütz. Aha. Come on, lads. 50 seconds left. Wo ist die kleine Sackratte? Hallo? Jetzt versteck dich nicht. Ja, ich versteck mich nicht. Ich suche gerade deinen Ping auf dem Radar. Aber bis jetzt... da hinten. Wie? Mit einem Sieg für die Rebellion! Gut verdient. Ah. Egal. Ehrlich. Ja, yeah, gespawnt! Yes! Oh, er hat mal ein paar Screens gemacht, ne? Aber ich habe tatsächlich habe ich nicht mitgerechnet, dass es, ich das mache. Ja. Also ich habe echt gedacht, dass du mich da so vom Mimmel holst, dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Lindner Sternjäger Schildschaden, 24.000. Oh, gut, gut, gut. So, Ben, ne? Müssen wir einmal umändern. Ja. Hoffentlich auch alles richtig. Die Verbindung zu den EA-Servern wurde unterbrochen. Bitte überprüfe deine Internetverbindung und versuche es erneut. Ah, steht bei mir auch gerade. Mach einfach nochmal. Wurde es vom Spieladministrator aus dem Match geworfen? Gut, steht bei mir auch. Oh Mann. Keine. Next try. Zufall? Zufall. Okay. Für die Rebellion. Für das Imperium. Passt es wieder. Emote. Schade, dass der B-Wing hier nicht den Superlaser hat wie in Star Wars Rebels. Ja, so weit kommt so einer. Flottenkämpfe. Ein Spieler alleine hat die Flaggschiffe ausgeschaltet. Mit einem Schuss. Mhm. Ich kann das vorhin vom Teich nicht. Puh, so, jetzt muss ich mal gucken. Hast du gehört? Nee, was? Das Spiel ist abgestürzt. Mein Ernst. Ich weiß, keine Ahnung, woran es liegt. Ich hab so ziemlich alles im Hintergrund zu. Das ist mir früher nie abgestürzt. Soll ich dir mal was verraten? Was denn? The Saboteur, sagt dir das was, das Game? Nee. Ist auch ein ganz altes, relativ altes. Und da hatte ich tatsächlich immer das Problem, dass die Grafik sich nicht von 400x600 hochstellen ließ. Hatte ich auch Spaß mit. Ich meine, Taskmanager nebenbei im Blick behalten, ob da irgendwas
Dann, Schon. Menü. Ist das nervig? Bis eben hat's doch auch geklappt. Sind zu viele Schiffe zu viel für mich, oder was? Was ist. Was hast du für eine Grafikkarte? GTX 1060. Ja, die GPU ist bei 26%. Die CPU war gerade beim Laden kurz auf 100%, aber jetzt wieder bei 50%. Aber das ist das gleiche Mysterium mit Minecraft. Als ich die Chunks gerendert habe, ne, ist meine Grafikkarte hat sich gelangweilt. Also gesagt, ja, so 52% ist das Maximalste, was ich dir an Auslastung zugestehe, ne? Ja. Wenn ich die Chunks aber auf 16 runterstelle, ne, ist die 100% an der Auslastungsgrenze. Ja. Ja, der Welt. Ich bin irgendwie Bildschirmeinstellung. Naja. Texturqualität. Dann mache ich das halt jetzt mal nur auf hoch. Kann ich das nicht vorstellen. Schon auf den 8. Januar. Was war am 8. Januar, René? Ich habe schon wieder vergessen. Die Verbindung zu den EA-Servern wurde unter... Okay. Ach Mann. Also ich hätte fast gesagt, da sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo man auch sagen kann, so, ja gut. Einmal noch. Einmal noch? Einmal noch. Einmal noch. Killer kurz 204, ja danke für nix. Und Einstellungen, wir wollen dorthin Kämpfe. Dass keiner reinkommt. Einschränkungen. Match als Pilot erstellen. Ich. Geht er wieder. Mhm. Du hast alles eingestellt? Fertig? Ich habe das eingestellt. Da geht Fußball endlich wieder. Ah, schon wieder. Oh Mann. Also, Fußball, sorry. Durch die Pandemie habe ich da noch weniger Respekt vor als vorher schon. Das war. Nein, leere Stadien geht gar nicht. Sonderbehandlung hier, Sonderbehandlung da. Oh, ich bin Fußballer, ich brauche mich nicht impfen lassen. Ja. Ich bin Fußballer, ich gebe Scheiße von mir. Für mich. Oh, nee, Fußball ist überhaupt nicht mal. Überhaupt. Werden diese imperiale Trümmersuppe heute um einen weiteren Sternzerstörer erweitern. Bei mir hat er gesagt, ihr MC-75 wird bald auch zu diesem Trümmerfeld dazugehören. Nicht mal eigene Sprüche kann dieser imperiale Hund machen, haben. Ups. Vielleicht bin ich gerade etwas mit der Korvette zusammengebounced. Vielleicht. Ah, ich wurde auch gerade von der Korvette zusammengeschossen. Nee, nicht zusammengeschossen, ich bin gegengeflogen. Wow. Ja, das war etwas ungeschickt. Spiel beobachten? Nein. Dann machst du den Dreh raus.
Yes, eine Korvette ist zur Unterstützung unterwegs. To the bridge! Oh. Oh, ich bin noch nicht mehr drauf gegangen. Was ist aus den guten alten Selbstmordkommandos geworden? Ja, schlimm, ne? Ja. Erinnert, dass ich gewählt. Echt ein Problem. Jetzt mal in Ruhe. Eliminiert durch leichter Kreuz. Die haben hier viel mehr Geschütze als in der Serie. So. Würde mich interessieren, ob die zwei Kreuzer eigentlich auch vorrücken. Ja. Echt? Allgemein auch die Schlachtschiffe bewegen sich nach und nach aufeinander zu. Okay. Ziemlich lahmarschig. Warum? Das Match ist vorbei, bevor die sich auch nur in Reichweite kommen. Nicht immer. Hört, hört. Hier. Also, sie mit mehr Raketen abschießen, das ist echt. Würde ich nicht missen wollen. Und ich merke, Helly ist still, deswegen war Helly das, der hinter mir mich abgeschossen hat. Jawohl. Einzige, was man noch gucken kann, ich habe kein Problem mit deren Stadien. Der Impfung wollte ich eigentlich heute machen. Nicht mehr allzu lange, glaube ich. Nicht mehr allzu lange. In dem Anflug, Vanguard! Anflug, Vanguard! Ich erkenne Hellys Strategie. Er bleibt immer gerne auf seiner Seite. Da hat er die Geschütze, da hat er die Geschwader. Und hat seine Reparaturpunkte bei den Korvetten. Oder bei den Kreuzern. Ja, die sind eben nicht mehr da, weil die gerade im Kampf sind. Ah, okay. Ich dachte. Was? Ich vergesse immer wieder den Hotkey. Tatsächlich fliege ich momentan immer wieder zum Schiffshangar zurück. Bringt er? Achso, der hat dann und neu aufgeladen. Ah, okay. Hm?
Das Imperium ist im Vor. Gut, ich glaube, ich habe einen anderen taktischen Screen als du. Nein! Kurz vor der rettenden Fregatte. Kommt einer wieder mit seinem blöden Bomber angeluchst hier. Ah, nee. Du, sagt der im B-Wing, ne? Nein, im B-Wing. Das ist der Kryptiker B-Wing, okay? Ist das so? Machen wir es richtig. Och Mann! Hast du schon wieder gegengeflogen? Nee. Oh, es lief so gut. Boah. Ich glaube, es ist wirklich die CPU, die gerade irgendwie ein bisschen am Schwitzen ist. Das ist bedauerlich. Hast du mal geguckt, ob du im Taskmanager irgendwie Prioritäten zuweisen kannst? Ich finde, bei mir läuft es aber auch. Ich hab grad echt Bock auf das Spiel. Das ist grad so das Nervige. Das ist, ja. Weiß. Schwierigkeit fest. Oh, Zugriff. Oh, okay. Okay. Mein lieber Taskmanager, seit wann verweigerst du mir den Gehorsam? Wenn es an der CPU liegt, dann brauche ich auch nicht die Grafik unterstellen oder so, weil die GPU schläft quasi ein. Boah. So, warte mal. Also mein GPU-Speicher ist auch gelangweilt, aber die Auslastung ist wieder bei 100%. Wolltest du es denn nochmal probieren oder wollen wir an dieser Stelle? Also ich würde es gerne nochmal probieren. Probier das nochmal. So, warte mal, wo kann ich da denn mal mehr zufügen? Du hast 14 Minuten dafür. 14 Minuten? Warum 14 Minuten? Weil dann das Match wieder losgeht. Aha. Oh, warte mal. Eingeladen bist du schon? Ich glaube, der Chat mit dir 14% von der GPU von der CPU braucht. Ey. Das soll mal einer verstehen. Macht denn hier noch alles viel? Steam Client. Währenddessen kann ich ja wieder bei eBay Kleinanzeigen nach antiken Lego Star Wars Sets gucken. Guck mal, der Cloud City oder Cloud Car hieß das, glaube ich, damals. Ne? Ding hier. Da werde ich zum Beispiel für 8 Euro kriegen. Gab auch schon neueres oder zwei neuere, aber geht A, nichts über das Original. B, ist es sonst ein guter Teilespender. C, vielmehr glaube ich bei meinem, dass ich schon haben. Oh, warte mal kurz, ich will gucken. Wie kann ich da denn jetzt... Wo ist denn das? Wie ist denn das? Da ist es.
Aber Lego ist immer so teuer, selbst die gebrauchte. Oh mein, soll ich da jetzt... Warte, ich mach da jetzt Priorität festlegen. Ja, kannst du höher als normal, hoch oder... Echtzeit. Höher als normal. Bla bla bla, kann zu einer Instabilität des Systems führen. Bla bla bla. Nie was von gemerkt. Vorgang konnte nicht beendet werden, Zugriff verweigert. Lol, das hatte ich auch. Hast du beim Spiel versucht, ne? Ja. Krass. Bei keinem anderen Spiel hatte ich das bisher, aber hier verweigert er mir das. Boah, denn sonst? Also, wie soll ich es denn sonst machen? Weiß ich nicht. Ich habe es einfach so gemacht, dass ich von OBS jetzt einfach mal die zwei Kerne, die 0 und die N1, weggenommen habe. Ich habe nichts, wo ich was wegnehmen kann. Der spaltet doch das mindestens in virtuelle Kerne auf, oder nicht? Ja, aber ich habe ja gerade nur Star Wars Squadrons laufen. Ja, aber um Auslastung zu sparen, kannst du dem... Ach so meinst du das? Ja, ha. Nee, okay, hab's gerafft. Doch. So. Ja, starte mal. Und Geonose 60 Euro. Durch all das ist gebraucht. Bist du da? Ja. Kann ich starten? Ja. For the Empire! Und wir Rebellen kriegen. Okay. Und los geht's. CPU 80%, Arbeitsspeicher 74%. Okay, jetzt wird doch noch die Grafikkarte gebraten. Jetzt nicht mehr, jetzt doch wieder, jetzt nicht mehr. Alter! Das ist schon krass, was die Schwankungen hat. Ich glaube, es ist direkt wieder abgestürzt. Ja, okay, dann nicht mehr. Titan 1, ich bin bereit. War dann? Schade. Schade. Imperialer Sieg! Vielleicht läuft es ja wann anders nochmal. Aber ich verstehe es nicht. Früher, als ich das gespielt habe, ist es mir nie abgestürzt. Ich glaube, ein, zwei Mal oder so, aber auch in den Multiplayer-Runden, die ich gespielt habe, nie. Ja. Check ich nicht. Weit gereist. 143 Meter geflogen. Ja. Beenden? Ja, will ich beenden. Vielleicht läuft es ja noch im PC-Neustart besser. Das bewirkt ja bekanntlich Wunder. Das heißt, du willst es nochmal probieren? Nicht jetzt. Sind nicht mal heute. Dann kann ich nämlich schon wieder das Terminal umschalten. Gate. Neuer Gegenstand im Inventar. Ein X-Will natürlich. Als Sammelkarte. Natürlich. Ja, ehrlich. Ehrlich. Ich hab was getrunken, René, aber danke. Den Punkt umsonst eingelöst heute wird ein, ja, schwindelig. Ja, durchaus manchmal. Also ich fand's am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Inzwischen geht's tatsächlich. Worum geht's? Ums Game, glaube ich, noch. Oh. So. Dann würde ich nämlich an dieser Stelle aber auch sagen, wir sind fertig soweit, ne? Jo. Soweit schön, mal wieder zu spielen. Bitte? Soweit würde ich dann auch mal gehen. Ja. Es war schön, mal wieder zu streamen. Dass ich mich auch es war schön, mal wieder mit dir zu spielen. Ja, das auch. Wer in den Arsch treten konnte. 15 Euro. Weg. Oh.
Ich hätte es fast gesagt, so ist aber eine nette Donation, aber ich weiß, dass du das Game gekauft hast. wo hast du es gekauft? Hast du bei Steam im Angebot oder ist es. Natürlich bei Steam, alles andere wäre illegal. Ja, 14,79. Ich will auch das Triple Bundle kaufen, also nur Battlefront 2 und Fallen Order mit drin für 18,78 €. Das ist wirklich günstig. Das ist wirklich günstig. Das ist wirklich günstig. Steam, das ist wirklich günstig. Hast du eigentlich Fallen Order gespielt? Nö, ich habe mir nur das LP angeguckt. Dann war es halt, ich kenne die Story, ne? Wie fandest du es? Also die Story an sich fand ich gut. Mich hat allerdings ein bisschen wieder dieses Level-Design gestört. So immer klettern hier, irgendwas machen da, so dieses. Was ja, das schon, mit dem Klettern war mir so, auch ein bisschen viel. Hier, wo war Starkiller nochmal? Wie hieß denn die Serie nochmal? Die Games. Killer. Nein. Star Wars The Force Unleashed. Force Unleashed, danke. Da war es ein bisschen so ähnlich. Das ist halt, du hast deine Schlauchlevelbegrenzung und du kannst da nicht wirklich von abweichen. Und das ist was mir meistens immer das Game sofort immer verleidet. So, das weiß ich nicht. Ich bin halt so Minecraft aufgewachsen. Du kannst überall hin, bis das Game aufgibt. Wobei, so wirklich schlauchig war nur Kashyyyk. Bei Force Unleashed? Nein, bei Fallen Order. Bei den anderen Planeten konntest du dich eigentlich frei bewegen. Jein. Halt auch deine Map-Begrenzung. Ja, klar. So. Aber es war ein sehr weitläufiges Level. Du konntest ja auch immer zurückgehen und so weiter. Das war halt auch ganz cool. Ja, das Also Sachen zum Entdecken und so weiter. Aber trotzdem, ich fand die Story war okay. Doktor schreibt übrigens gerade, die habe ich beide schon. Ach nee, wollen oder nicht. Aber das mag ich nicht. Warum magst du das nicht? Also das Gameplay fand ich war großartig. Also es hat mir enorm viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Auch wenn es manchmal diese Momente gab. Dadurch, dass es einfach so schwer war. Ja. So, du hast irgendwie so ein Viech irgendwie, was da rumhockt, das musst du kaputt machen. Und das killt dich irgendwie einfach nur mit einem Flossenschlag und dann ist gut. Ja. Ja. Das Geilste war, ich weiß nicht, ob du das in dem RP gesehen hast, die Arena. Ich weiß es nicht mehr. Da wirst du von einem Kopfgeldjäger gefangen genommen und der schleift dich dann in der Arena. Da läufst du erstmal ein bisschen rum und dann, naja, bist du sowas wie quasi in einem Weltraum-Kolosseum. Ja, doch. Wo er dann noch so reingeht mit, hey, die Band kenne ich. Nee. Das war eine ganz andere, aber unglaublich geile Musik. Soundtrack-mäßig ist, glaube ich, noch nie ein Star Wars-Spiel auf den Kopf gefallen. Ja, stimmt allerdings. Also da musst du dich, glaube ich, echt anstrengen, damit du was Dolle verkackst. Jedenfalls, storymäßig fand ich's okay. Ich habe jetzt, also so als die eine da, als angenommen wurde, dass die gestorben ist, als sie weggeworfen wurde, am Ende, der Charakter so, nein! Und ich war so, ja, okay. Warte, ne? Ich hab mit der Ehe bisher nur dreimal geredet. Also, es hat sich nicht wirklich eine Bindung aufgebaut. Das ist so, die haben dich aufgegabelt, dann bist du 3 Stunden lang mit denen durch die Gegend gereist. Und da war das zu Ende. Ja. So, ich hatte nie die deepen Momente, wo mir jemand das Leben gerettet hat, zum Beispiel, oder wo es tiefgründige Gespräche gab, wo so ein bisschen Character-Telling, so was war mit denen vorher, also auch so in der Jedi-Ausbildung von der einen. Also da, auch wenn ich es auch da zu kurz fand, fand ich das bei Star Wars Battlefront, war das 2 mit, ja, mit Aiden Versio, ne? Ja. Battlefront 2. Da fand ich das schon besser. Weil da konnte ich zumindest mehr mitgehen mit der Story. Aber wie gesagt, es war eh zu. Ja. Ich fand es zu kurz. Aber das lag, glaube ich, bei Battlefront 2 dann auch noch daran, dass Planeten wie Alderaan oder so, die kanntest du halt. Die Sache auf Endor, du hattest überall irgendwie Bezug dazu. Mhm. Den hattest du da halt gar nicht. Ja, okay. Kashyyyk kennt man. Wookies, toll, aber mit denen ist ja nicht wirklich was passiert. Ja, ich. Das klafft, ne?
Ja, ich meine in-game, nicht wirklich was passiert. Ja. Naja. Und ich habe für meinen Geschmack ein bisschen oft gegen einen AT-ST gekämpft. Immer als Bosskampf. Da musste ich sofort wieder an Force Unleashed denken. Yep. Was hatte ich damals für den DS? Und zufällig stolper ich gerade über ein Screenshot von einer Space Engineers Welt, die ich auf meiner Steam-Seite auch hochgeladen hatte. Das erinnert mich daran, dass ich da mal wieder vorbeischauen sollte. Wo vorbeischauen? In der Welt, die ich mir da zusammen. Okay. Und es steht da noch ein Shuttle unbeladen auf dem Landedeck. Weiß auch nicht, ob die Welt jetzt noch funktioniert. Weiß ja nicht, was war mit deiner Space Engineers Crew passiert? Das waren ja nur Jonte und ich. Und wir spielen immer mal wieder was anderes. Und momentan, wir wollten ein eigenes großes Schiff bauen. Aber bei dem Wollen ist es geblieben. Irgendwie Interieur und so, das hat alles gepasst. Aber nicht gewusst, wo sollte man da jetzt eine Raffinerie hinpacken, wo macht man da jetzt einen Hangar hin? Wie macht man die Verkleidung, wie macht man die Triebwerke? Siehst du, und da finde ich dann schon eher die Lösung, zumindest für mich, dass ich jetzt mir immer gesagt habe, ich setze mir Rahmenbedingungen. So. Das heißt, keine Ahnung, Raffinerien dürfen nur auf Station verbaut sein, weil das halt ein so großes technisches Konstrukt und Aufwand ist, dass das nur für stationäre Stationen machbar ist. Und dann bin ich halt immer gezwungen, halt, eine Base zu bauen. Unser Schiff ist halt quasi eine sich bewegende Basis. Momentan. Und wir wollen eins, wo das Schiff, was wir jetzt haben, in den Hangar passt. Damit wir quasi ein großes Schiff haben, was keine Atmosphärentriebwerke oder so hat, was nur im Weltall rumfliegen kann. Und eins, womit man dann runterfliegen kann. Ja. Ja, also das Prinzip gehe ich mit. Aber ich habe halt aus meiner langjährigen Space Engineers Erfahrung jetzt halt auch, wie gesagt, eben, dass man sich selber Grenzen setzt, dass das halt auch ein bisschen Herausforderung bleibt. Klar ist es cool, wenn du das irgendwie in alles in einem unterbringen kannst, aber dann hast du das Game halt durchgespielt, so gefühlt. Ich weiß nicht, wann du so Zeit hast, aber du kannst ja auch gerne mal mitmachen. ja, spätestens, wenn endlich die Railgun draußen ist. Also wir haben Mods drin. Ja, ich versuch tatsächlich von den Mods wegzugehen, dass das nicht mehr so allzu dolle ausartet. Wir haben nicht so viele so krasse Mods. Wir haben ein paar Waffenmods, weil das mit den Piraten, also das ist nicht wirklich eine Herausforderung, das ist einfach nur nervig. Da habe ich gerne die Schildmod immer genommen. Ja, wir haben einfach noch Waffen, weil wozu braucht man Schilde, wenn die Gegner gar nicht erst an dich rankommen? Ist ein Argument, aber falls dir mal die Munition zwischendrin ausgeht und merkst, es ist zu spät, nützt die gar nicht. Aber, ja, haben wir einmal das, was haben wir noch? Wir haben eine Fahrstuhlmod. Ja, die ist auch geil. Ist auch toll mit der Fahrstuhlmusik, die man da einbauen kann. Ja. Was haben wir noch? Und wir haben eine Mod, die die Reichweite von dem Ressourcenscanner erhöht, weil... Auch 400. Der große, diese 500 Zentimeter geführt, das ist halt ein Witz. Da haben wir was das erhöht. Wir haben noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Ah, dass du echte PNGs auf LCD-Panels machen kannst. Konnte ich schon lange. Dafür habe ich hier, muss geupdatet werden, WIPS Image Conversion. Ja, genau damit. Aber ich meine, da war noch irgendeine Mod dabei. Auf jeden Fall haben wir sowas auch überall rumhängen. Es hängen überall Propaganda-Plakate. Wir haben auf dem Mars angefangen. Das heißt, überall hängen Plakate rum, wo drauf steht, The Mars needs you. Wir sind die FMR, die Freie Marsrepublik. Okay. Ja. Was haben wir noch? Wir hätten doch irgendwas. Lass mich kurz nachdenken. Nee, mir fällt's nicht ein. Auf jeden Fall, du merkst nicht, dass es irgendwie krass gemoddet ist. Meistens merkst du das auch nur an der Performance. Also Performance hatten wir bisher keine Probleme. Ich weiß, jetzt geht das inzwischen auch, aber meistens war das bei den Mods immer, dass die Performance dann als erstes darauf ansprach, wenn Mods verbaut sind, leider. Ich glaube, das, was momentan am meisten Performance zieht, ist unser bewegbarer Bohrer auf dem Eisplaneten.
Ja, unter Umständen kann ich mir das vorstellen. Und die ganzen sich bewegenden Solarpanels. Davon habe ich halt immer auch immer so abgesehen, weil starr hat mir gereicht. Müssen sie nicht 100% nach der Sonne ausrichten, kriegst du irgendwie auch gemanagt mit der Energie. Ja klar, aber es sieht halt cool aus. Ja. Und es zieht jetzt auch nicht so viel, ich meine nur, das ist so wahrscheinlich das, was am meisten Performance zieht. Ich spiele kontinuierlich mit 60 FPS, das ist kein Problem. Wir waren ja sowieso meistens immer die Uran-Bitches. Immer alles ja, Uran finden wir halt nicht so viel. Okay, das ist schade. Also, es ist echt wenig Uran, dazu mal du das ja nur in Asteroiden findest. Nee. Doch. Doch. Ja, da auch. Nee, nicht mehr. Nee. Also nicht? Laut Base Scheiße. Engineers Wiki hast du auf der Erde kein Uran. Ah, lol, ich erinnere mich daran, als ich mit Paddy das gemacht habe. Wo ich auch die Streams zu hatte. Da hatten wir auf der Erde locker Uran gefunden. Ein bisschen bohren, aber. Aber ich weiß nicht, ob die das eingestellt hatten separat nochmal. Vielleicht ist es seitdem auch geändert worden. Who knows? Who knows? Ist schlimm, ich bin schon wieder im Workshop abgerutscht, Ellie. Lach nicht, der Workshop war immer tödlich. Wenn ich einmal da drin bin, dann abonniere ich des Todes, bis die Festplatte keinen Platz mehr hat. Gut. Ich werde müde und will ausnahmsweise vor 2:30 schlafen gehen. Deswegen würde ich zumindest für den Stream an dieser Stelle sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mache. Mal just chatting wahrscheinlich und dann gucken wir mal, was wird. Und ja, dann wünsche ich gute Nacht. René ist wahrscheinlich eh schon weg. Wünsche ich auch. Leider Doktor, wir sehen, hören uns sowieso und fühle dich schon mal in Squadrons rein. Ja, ich sage, bis dann. Tschüss.